Hallo Leute, ciao von Andrea Ungar aus Italien. Wie kann ich mein Broker wählen? Das ist eine Frage, die oft rauskommt und da gibt es sehr viele Antworten. Also, erstmal, den Broker zu wählen, muss man sich sichern, dass der Broker macht, was wir brauchen. Das ist sehr schlau, ja. Eigentlich, es gibt einige Fragen, die wir stellen müssen. An uns selbst erst. Wie viel Geld kann ich oder will ich nutzen für Trading? Schon die Antwort hier bringt einige unterschiedliche Möglichkeiten. Falls wir nicht sehr großes Geld nutzen wollen, zum Beispiel 2000 Euro, okay, dann sind wir irgendwie gezwungen, einen Broker, der mit Forex oder CFDs arbeitet, zu wählen. Weil wir hier so klein wie notwendig die Position skalieren können. Und in dem Fall ist es klar, die Wahl geht auf die unterschiedlichen Angebote, die für Forex und CFD zur Verfügung stehen. Falls wir mehr Geld haben und wir wollen Futures handeln oder Aktien, dann müssen wir auch die anderen Brokers untersuchen. Und wie wissen wir, ob die das und die machen, was wir wollen? Erstmal, bietet der Broker die Märkte an, die ich brauche und die ich will? Ja, nein. Nicht immer. Kann man alles handeln. Will ich zum Beispiel Aktien aus Malaysia handeln, bin ich sicher, dass Broker Pim Pum Pam den Malaysian Stock Exchange handelt? Nicht immer. Möglicherweise nicht. Ich glaube, das ist nicht so einfach, aber das ist ein Extremfall natürlich. Und wie ist die Technologie vom Broker? Ist die gut? Ist sie schlecht? Es geht alles um Geld und wir müssen sichern, dass unser Geld gut benutzt wird und dass alles richtig gut funktioniert. Wie wir das wissen können, wir müssen Reviews auf dem Internet lesen. Es gibt sehr viel heute. Es ist einfach, Reviews zu finden. Broker, FX, etwas, Scam, suchen Sie. Oder FX, Execution, alle diese Sachen hier, die findet man. Und man findet mehrere Webseiten, die einige Kommentare zeigen über den Broker, den wir vielleicht wählen wollen. Lesen Sie bitte alles, was möglich ist. Und dann versuchen Sie auch zu verstehen, ob das eine Fake-Review ist oder eine echte Review. Manchmal ist es der Bruder vom Broker, der schreibt und so weiter. Aber das ist nicht so schwierig zu verstehen. Wenn Sie in Urlaub gehen, ich bin sicher, Sie wählen das Hotel und Sie lesen die Reviews, die Sie finden. Dasselbe müssen Sie fürs Broker tun. Das ist so einfach. Ich empfehle immer größere Brokers. Und die größten, die kennen wir schon. Ich meine, das ist jetzt keine Reklame. Ich meine, CNC Markets, IG Markets, IC Markets, Pepperstone, Tickmill, was kommt noch, Saxo, es gibt noch mehrere, also das sind die größeren. Und mit denen man ist normalerweise in guten Händen. Ich meine, einer kann billiger sein, aber als Ehrlichkeit sind die normalerweise alle gut. Sie wissen vielleicht, ich hatte ein Konto mit einem großen Broker und wenn die Geschichte vom Euro-Swiss-Franc kam, habe ich von einem Tag auf den anderen hatte ich mehr als 100.000 Euro weniger auf meinem Konto, weil sie das Exit-Niveau von meinem Stop-Loss rekalkuliert hatten. Es war sogar noch auf Singapur-Dollar gegen Swiss-Franc, das war sogar nicht Euro-Franc. Aber sie haben das rekalkuliert und ich habe so viel Geld verloren. Habe ich sofort den Broker natürlich angeschrieben und gesagt, das geht nicht, das ist ja, das kann nicht sein. Und die sagten, nein, das ist so, dass wir haben das so fair wie möglich kalkuliert. Wenn Sie nicht einverstanden sind, dann können Sie sich an dieser Agentur hier melden. Das ist so ein Ombudsman in London. Und diese werden sich darüber kümmern. Habe ich sofort getan, das ist klar. Ich wollte mein Geld nicht verlieren. Und ich muss sagen, nach zwei Jahren, war Januar 2015, wenn das Geld verschwunden war, und Januar 2017, habe ich das Geld zurückbekommen. Sogar noch mit 18% Interest pro Jahr und noch einige 300-400 British Pounds für andere Zwecke, die ich nicht mehr erinnere. Also, in dem Fall war sicher die ganze Situation nicht nett, das ist klar. Ich hatte einen Haufen Geld verloren und sie haben das Geld mir nicht zurückbezahlt, nur weil ich erklärt habe, dass es einfach nicht, das könnte nicht sein. Aber
sie haben mir auch empfohlen, wohin ich gehen sollte. Und wenn die Entscheidung sagte, Herr Unger ist okay, der hat Recht, dann haben sie alles zurückbezahlt, sogar noch mit extra Geld. Da kann ich sagen, die waren also auch ehrlich. Es war nicht eine gute Geschichte, gesamt 2 Jahre, und das war niemals so nett, aber trotzdem, zuletzt war alles in Ordnung. Ich hatte also Glück, weil ich mit einem seriösen Broker war. Das ist wichtig. Zweitens, wo geht mein Geld hin? Ist es beim Broker? Ist es bei einer Bank? Welche Bank? Wo ist die Bank? Ist die Bank in Hongkong? Kann mir nicht gefallen. Kann mir gefallen, kann man nicht. Das weiß ich nicht. Jeder muss für sich selbst in diesem Fall entscheiden. Aber wie seriös, wie ehrlich sind die Leute vom Broker? Wenn ich die nicht so gut kenne, wie kann ich wissen, ob mein Geld dann zurückkommt, wenn ich das wieder will? Ich muss leider sagen, dass sehr oft, wenn ein Broker ein Tutor oder ein Mentor anbietet, und er sagt, du kannst nicht handeln, kein Problem. Unsere Leute, die sind Experten, die können dir sagen, was du handeln sollst, wenn und wie viel. Normalerweise sind diese Scams. Ich will nicht sagen, dass wenn einer ein Mentorship oder so anbietet, also ein Scam ist. Das wäre sogar noch ein guter Service. Aber leider, sehr oft sind diese Leute eine ganze Räuberei. Leider. Nicht alle, das kann ich und will ich nicht sagen, aber ich habe sehr viele E-Mails gelesen, wo sowas passiert ist. Ich würde sagen, wenn du mir sagst, ich kann nicht handeln, was soll ich tun? Handel nicht. Das ist leider meine Antwort, aber mindestens in dem Fall verliert man kein Geld. Also, mit den Reviews kann man auch entdecken, ob ein Broker seriös ist oder nicht. Die Reviews, wie gesagt, müssen ehrliche sein, keine Fake-Reviews. Und die Geschichte vom Broker soll auch etwas alt sein. Also die neuen Brokers mit 6 Monaten Geschichte, die gefallen mir nicht besonders. Es tut mir leid, es können vielleicht die besten Brokers in der Welt sein, aber ich würde noch etwas warten, bis da eine längere Geschichte aufgebaut wäre, damit ich dann Ihnen mein Geld schicken würde. Also das ist mein Ansatz zum Thema. Dann zurück zur Technologie. Wie arbeite ich? Ich bin ein automatisierter Handler. Ich nutze Multicharts für meine Zwecke und das verbindet sich mit der Plattform. Wenn einer mich fragt, welcher Broker empfiehlst du? Ich sage, ohne Probleme, ich handle bei Interactive Brokers, weil dort finde ich, was ich brauche. Es geht sehr gut mit der Verbindung mit Multicharts und alles, was ich brauche, findet dort statt. Das ist meine Antwort. Das ist eine Empfehlung, ja, weil ich zufrieden bin. Und das empfehle ich auch alle Studenten von Unger Academy, weil die auch eine Infrastruktur aufbauen wollen, wo alles automatisiert geht. Und in dem Fall empfehle ich, was bei mir gut funktioniert. Aber ich habe kein Rebate, nichts von Interactive Brokers. Wenn ich das empfehle, dann gehen die Leute ganz spontan und alleine zu checken auf der Webseite. Die kommen nicht von mir. Sie gehen hin und wenn sie die guten Bedingungen finden, dann öffnen sie ein Konto dort. Das ist es. Und dort bin ich ruhig genug, dass alles gut läuft und dass ich, wenn ich das brauche, mein Geld zurück habe. Vielleicht ist es falsch, vielleicht habe ich morgen Pech. Das werde ich Ihnen sofort sagen, hoffe ich nicht. Aber bis jetzt hat alles gut funktioniert. Aber dann kommen auch einige Sachen. Ich habe auch dein Gesicht habe ich gesehen auf einige Seiten von einigen Brokers, auf einigen Forex-Brokers. Ja, es kann sein. Ich glaube, es gibt 3. Und diese 3 sind in Czech Republic, Brno, Purple Trading, in Poland, Warsaw, TMS und in Deutschland, Qtrade. Okay? Das sind die 3, wo vielleicht mein Gesicht auf den Webseiten steht. Warum? Weil ich die Leute hier kenne. In alle 3 Fälle kenne ich das Management von diesen Gesellschaften und ich traue mich, dass diese Leute ehrlich sind und seriös. Deswegen habe ich keine Angst zu sagen, ich glaube, dass jede Leute in Ordnung sind. Und deswegen finde ich mich auch in Ordnung zu empfehlen, dass diese Broker seriös sind. Deswegen können sie vielleicht mein Gesicht dort finden. Aber in alle 3 Fälle kriege ich keinen Cent, wenn einer ein Konto dort öffnet.
Und wenn Sie von mir irgendwo einen Link bekommen zu jener Webseite, Sie können einfach sichern, dass in dem Link gibt es keinen Tracking-Code, kein Cookie, nicht. Also, das sendet nur an der Webseite und für mich ist die Geschichte fertig. Nur, weil ich weiß, wie schwierig es ist, heute einen ehrlichen Broker zu finden im Forex-Bereich. Und wenn ich einige persönlich kenne, dann kann ich sagen, diese Leute sind in Ordnung. Und da bin ich auch zufrieden zu wissen, dass jemanden mit den Leuten gut arbeiten kann. Ob diese dann die beste Bedingungen anbieten, die beste Spreads und so, oder die niedrigste Kosten oder so, das weiß ich nicht. Vielleicht sind die die schlechte. Vielleicht finden sie bei den Leuten 20 Pips Spread oder so, das weiß ich nicht. Das interessiert mich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Leute in Ordnung sind, seriös, ehrlich und so weiter. Das ist alles. Mehr kann ich nicht sagen. Das andere müssen Sie selbst prüfen im Vergleich mit anderen Brokern und so weiter, ob es dann für Ihre Zwecke in Ordnung ist oder nicht. Mehr kann ich leider nicht sagen. Also, erstmal, macht der Broker, was ich brauche? Ja, nein, okay. Gibt es spezielle Bedingungen, minimale Account Size und so weiter? Ja, nein. Ist mein Geld sicher? Ist mein Geld sicher? Das ist sehr wichtig, das Wichtigste. Ist mein Geld sicher? Sicher bedeutet in gute Hände. Kriege ich mein Geld zurück, wenn ich das will? Ja, nein. Nein, wegschmeißen. Aber das ist sehr wichtig. Und dann, nur dann, ist das Angebot vom Broker für mich gut? Als Kosten und so weiter. Das ist das letzte Thema im Prinzip, was ich kontrolliere. Die anderen sind wichtiger. Sowieso, wenn man etwas sehr Kompliziertes wie automatisiertes Trading aufbaut. Anders noch über den Reviews. Reviews lesen, sehr viele Reviews. Die Reviews auch schlau lesen. Ich meine, wenn ich jetzt eine schlechte Review lese für einen Broker, wo man sagt, ja, ich mache High-Frequency-Trading, aber der ist halbe Millisekunde zu langsam. Okay, kann sein, aber das interessiert mich nicht. Das ist für meine Zwecke nicht wichtig. Und in dem Fall gehe ich weiter, ich lese jetzt die nächste Review. Das ist für mich nicht wichtig. Wenn einer sagt, der ist 3 Sekunden zu spät, dann ist es auch für mich ein Problem. Aber mit Millisekunden rechne ich nicht und das ist für mich uninteressant. Also das muss man auch berücksichtigen, das ist klar. Und man muss immer aufpassen, dass man dass man liest, was man wirklich braucht. Also auch die Reviews muss man schlau durchlesen, damit man die richtigen Infos bekommt für eigene Zwecke und so weiter. Es ist schwierig, es ist nicht einfach, aber man muss langsam durch die Wahl gehen, damit man wirklich sicher ist, dass alles in Ordnung ist. Total sicher wird man nie sein. Ich habe auch Probleme gehabt in der Vergangenheit. Nicht nur bei dem Euro-Franc-Geschichte, wo ich zuletzt noch Glück hatte. Aber ich war auch bei Broker eine Pleite in 2012 mit PFG Best. Aber das sind Sachen, die jedenfalls passieren können. Dort hatte ich nur ein kleineres Konto, so Glück. Aber man muss natürlich vorsichtig wählen. Technologie, seriös. Wo ist mein Geld? Kann ich mein Geld zurückhaben? Und wie sind zuletzt die Angebote von diesem Broker und so weiter? Das ist ungefähr alles, was ich empfehlen kann zum Thema Brokerwahl. Es gibt so viel auf dem Internet. Nehmen Sie Ihre Zeit, das zu suchen. Es wird vielleicht ein paar Tage mehr dauern, aber mindestens haben Sie eine gute Idee. Nehmen Sie nicht sofort das Angebot, was so zu schön scheint, zu billig oder sogar noch geben Sie Ihnen Geld oder so. Nein, das geht nicht. Bitte alle Reviews lesen und Sie besser etwas mehr zahlen und das Geld zurückhaben, statt ganz wenig zahlen und alles, das ganze Geld verschwindet und kommt nicht wieder zurück. Das war's. Ciao von Andrea Ober.